Das alte Maschinenhaus ist das erste, was Besuchern der Landskronbrauerei in Görlitz ins Auge springt. Soweit sieht hier alles ganz normal aus, doch im Inneren tut sich derzeit einiges. Was genau, will uns Geschäftsführer Uwe Köhler aber noch nicht zeigen. Das Ganze soll eine Überraschung werden. In den Räumen will man der seit diesem Jahr 150 Jahre alten Geschichte der Brauerei huldigen. Gleichzeitig wird dort das neue Besucherzentrum entstehen. Für uns war wichtig, dass das Maschinenhaus vom Grunde her erhalten bleibt. Wir wollten es also nicht komplett umbauen, dass man es nicht mehr wiedererkennt, sondern für uns war wichtig, dass das Maschinenhaus praktisch die Bühne für diese Ausstellung bildet und dass das Besucherzentrum dort mit reinkommt. Und von daher waren schon viele vom Denkmalschutz viele Geschichten wichtig, aber überhaupt von der Konzeption zu überlegen, wie bringt man die Historie in die heutige Zeit mit dem Ausblick in die Zukunft, dass man im Prinzip seine eigene Geschichte nicht vergisst. Und das ist Hauptproblem bei uns war immer, dass wir nicht zu modern werden wollten und dass wir immer den Grad nach hinten bekommen und die Verbindung zur Historie gestalten wollten. Wie man den Spagat schafft, kann man im Sommer sehen. Dann soll alles fertig sein. Zahlen nannte man zwar nicht, es ist aber das wohl größte Projekt des Jubiläumsjahres. Braumeister Matthias Grall feiert die 150 Jahre, wie er es am besten kann, mit einem Bier. Schon vor einem Jahr hat er das Urtyp gebraut, das seitdem reifte und nun online bestellt werden kann. Ein kräftiger Kollege, sprich die Kunst bei diesem Bier war, einfach mal ein Bier einzubrauen, was ein Jahr lang im Lagerkeller liegt. Und da muss man wissen, die Hefe arbeitet ja mit Zucker und da muss genug Zucker drin sein. Deshalb ein Starkbier mit ursprünglich 21% Zuckeranteil, was jetzt 7,8%, 7,5% ungefähr Alkohol entspricht. Und durch die lange Lagerung, kalte Lagerung, hat die Hefe einfach viel Zeit, Geschmacksstoffe an das Bier abzugeben. Das Ganze abgefüllt in einer speziellen 2-Liter-Flasche, wie man eben vor 150 Jahren Bier geholt hat, so eben auch limitiert auf 4000 Flaschen. Die 150 Jahre werden aber auch auf anderen Wegen gefeiert. Bei der Kronkorken-Aktion kann man wieder ein Auto gewinnen. Zudem wird es das gesamte Jahr über viele Stars in der Kulturbrauerei zu sehen geben. Darunter etwa Helge Schneider, Olaf Schubert und Johannes Oerding. Der Höhepunkt ist dabei das Braufest im Juni. Wir haben uns entschlossen, einen Tag länger zu feiern. Wir beginnen dieses Jahr schon am Donnerstag, am 13.06. mit einem Open-Air-Konzert mit Vanessa Mai. Dort wird es auch schon ein erstes Feuerwerk geben. Für das Braufest selber am Wochenende haben wir uns viele, viele Dinge vorgenommen, die wir nicht ganz so komplett verraten wollen. Am Sonntag gibt es wieder einen Familientag mit Eintritt frei. Dort ist wieder rund um die Kinder Volker Rosin da. Und wir haben uns viele gute Sachen gerade für die Familie ausgedacht, deshalb auch der Eintritt frei. Auch vom Geschäft her startete man gut ins Jubiläumsjahr. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 7% gestiegen. Einen Grund dafür sieht man in den neuen 0,33 Liter Flaschen. Das Sortiment soll deshalb erweitert werden.